Servus, liebe Leute, und heute stellen wir uns mal der Frage, wie setzt man denn den Ofen ein? Der Ofen stößt zwei Feuergeister gleichzeitig aus. Feuergeister heißen sie im Übrigen, ist update-technisch heute rausgekommen. Video kommt ein bisschen später, tut mir leid. Und vielleicht macht mein Bruder noch ein englisches nachher oder morgen, je nachdem. Und auch zum Kuchenbacken ist der bestens geeignet. Backen wir doch einen Kuchen, oder? Backe, ach nee, lassen wir sein. Und natürlich die Feuergeister packe ich in ein Video. Habe ich zwar jetzt noch nicht hoch, aber ist okay. Bin eigentlich auch ziemlich erfolgreich mit einer Riesenruhe am Werk. Und ja, passt. Würde mal sagen, testen wir das Ganze mal. Ich weiß nämlich nicht, wie es funktioniert. Vielleicht testen wir mal einfach mal, was da so gehen wird. Und ja, gehen wir mal rein in das erste Spiel. Wie benutzt man denn überhaupt den Ofen? Das ist jetzt schwierig zu sagen, denn der Ofen ist für die ganzen Spawner-Leute, die das feiern, übel gut geeignet. Da der Ofen einfach, wie gesagt, die Feuergeister spawnt. Und die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Die schneiden sich raus, bis wir den Gegner gewonnen haben. Peace. Und der erste ist drin. Smurf. Was los? Warum sagt er denn die ganze Zeit Dings, hä? Viel Glück. Keine Ahnung, ich habe mit dem Deck noch vorher noch nie gespielt. Keine Ahnung, ich teste jetzt das erste Mal. Und wir gönnen uns mal den Ofen. It's time for Ofen, Ofen, Ofen. Ofen, Ofen, Ofen. Machen wir zwei Ofen mal nebeneinander. Bisschen mehr Brot backen. Ja, muss doch, muss doch. Muss auf jeden Fall sein. Und das, keine Ahnung, das sind so gefühlt die schlechtesten Truppen, wo ich habe, aber ich glaube, das könnte sogar was werden, das ganze Ding hier. Das ist gar nicht so schlecht, habe ich die Ansicht mal. Es ist echt nicht so mies, es ist echt nicht so mies. They see me rolling. Vielleicht heißt das so der Titel, keine Ahnung. Ich glaube eher, wie setzt man die Dingen soll. Und wir hauen mal ein paar von den guten. Alter, da gehen einfach alle drauf. Shit, da gehen einfach alle drauf. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen ändern für den Ofen. Wir machen danach mal ein krasses Spawner-Deck. Das ist meine Taktik für danach. Ich will nochmal einen Ofen. Komm, push dich. Ich will noch einen neuen Ofen. Ich will noch ein paar Ofen. Wer mehr Ofen schafft, wäre auch mal eine Challenge. Oder? Eine Ofen-Challenge. Das kommt danach. Das kommt danach. Viele, viele Ofen. Immer diese Pascal, der keine Ahnung hat. Keine Ahnung hat. Keine Ahnung hat. Da hätte ich keine Ahnung, der Pascal ist furchtbar. Er hat wirklich keinen blassen Schimmer, was da ebenso geht. Und der Knall. Meine Ofen sind weg. Was soll das, Smurf? Mann, meine schöne Ofen. Und leider verloren. Schade, aber naja, ist auf jeden Fall recht witzig gewesen. Und wir werden es jetzt mal umstellen zum Spawner-Deck. Zum Spawner-Deck. Bis gleich. Und wir sind back und haben das Spawner-Deck Numero Uno drin. Das krasseste Spawner-Deck ever. Und wir schreiben nochmal YouTube rein. Und das wird jetzt diesmal eine neue Taktik. Bin gespannt, wer annimmt. Haut mal rein. Komm, Jungs, auf. Haus wieder raus. Bis gleich. Zweite Runde gegen den guten Smurf. Vielleicht haben wir jetzt mehr Chancen, was ich nicht glaube. Aber vielleicht ja schon. Keine Ahnung. Ich rechne mir jetzt auf jeden Fall mehr Chancen aus wie zuvor. Auf jeden Fall. Vielleicht haben wir auch ein bisschen mehr Chancen. Man weiß es ja nie so richtig. Hier setzen wir auf jeden Fall mal das Grab hin. Dass man ein bisschen austeilt. Hier den Ofen. Hier hinten die Feuergeister. Die explodieren und gar nicht mal so viel Schaden machen. Was? Boah, ist der Ofen beschissen. Genau wie die Feuergeister sind wir richtig scheiße. Okay, sind nicht hoch wirklich mit dem Level, aber trotzdem richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht sind die. Richtig, richtig schlecht. Huiuiui, sind die mies. Wie kann ich das auf YouTube zeigen? Jungs, ich bin raus. Haut mal rein. Und ihr habt gesehen, so benutzt man es eben nicht. Ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Haut mal rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Boah. Scheiß Match, Alter. Was machen wir denn jetzt? Wie kriege ich denn das Match wieder geregelt? Ich habe keine Ahnung. Jungs, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Limba română se dă prin țărână, cu țăranul clasic braț la braț sau de mână, trage buza peste dinți, fraiere, cam am vrut pizdeca aia, deci puie, băi, te-am
văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul ce pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Clocă pentru tine un sap pe verticală. Mergi la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că-mi brac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici, că te zbor din extinție.